Wie oft passiert euch das, dass ihr heimkommt von der Arbeit und es geht schnell was am Tisch, es geht schnell was gekocht. Die Kinder haben einen Hunger und ihr denkt, was mache ich jetzt schnell? Leon, bevor ihr eine Fertigpizza oder irgendein anderes Fertigprodukt in den Ofen reinschiebt und euch mit denen mehr schadet, als was wert ist, macht euch Senfschnitzeln. Das geht in ein paar Minuten, die Kinder lieben es, ich liebe es. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Senfschnitzel, was braucht man dazu? Nicht viel. Ihr braucht einmal Händelfleisch, und zwar ein Händelfilet. Ich schneide mir dann immer so solche Stücke, das geht dann auch sehr schnell. Dann ein Salz, ein Pfeffer und der Namensgeber, den Senf. Mit dem reibe ich nämlich das ganze Fleisch ein. Dann am Ende, wenn das dann fertig ist in der Pfanne, gebe ich noch einen Schlag was dazu und ganz, ganz am Ende durch einen Knoblauch drüber. Wir sehen ein Schmankerl. So, als erstes einmal tun wir das Händelfleisch auf eine großflächige Platte. Ihr könnt einen Teller nehmen, ihr könnt ein Schneidbrettel nehmen, wie ihr wollt. Ich lege mir das einfach ein bisschen aus, damit die Gewürze auch alle hinkommen, wo sie hinkehren. Jetzt nehmen wir Salz. Am besten ihr lädt euch das in die Hand rein und streut das einfach drüber. So. Dann nehme ich den Pfeffer, da mache ich das gleiche. Den streue ich einfach drüber. Und jetzt der Senf. Senf ist eine potzerte Angelegenheit, ich leere das einfach drauf und dann mische ich das alles zusammen. Schaut, dass auf alle Seiten das Fleisch mit dieser Marinade benetzt wird. Jetzt mischt jetzt das Salz super mit dem. Das wäre es dann auch gewesen. Das war es eigentlich schon mit dem und wir geben es jetzt ins heiße Fett rein. So, das Fett ist schon heiß, es muss schnell gehen. Und jetzt lege ich diese Schnitzeln einfach so rein. Ist nicht unwichtig, dass man schaut, dass die gleichmäßig alle aufliegen. Und nicht wie bei einem Gulasch oder so einfach reinschmeißen. Gut, so. Das riecht super gut. So, alles Schäfloch aufgelegt. Das soll jetzt ein bisschen Farbe kriegen. Auf der unteren Seite. Und nach ein paar Minuten drehen wir das um. Das Händelfleisch ist nämlich sehr schnell durch. Das dauert nicht so lange wie das rote Fleisch vom Rind oder vom Schwein. Das geht viel schneller, deswegen auch ein schnelles Essen. Schaut, sie haben schon ein bisschen Farbe. So soll es sein. Es soll ein bisschen braun sein, das hat ein bisschen Röststoffe. Das ist der Senf, der jetzt da ein bisschen braun wird. Herrlich. Ihr könnt diese Filetstücke auch größer schneiden. Ihr könnt ein Filet in zwei Teile schneiden. Geht genauso. Ich mache lieber ein paar kleinere. Wenn es die Kinder essen, die haben das lieber kleiner. Aber dann schaut es herrlich. Da schaut es her, wie herrlich braun die schon sind. So sollen es sein. Keine Sorge, wenn es ein bisschen so sind, ein bisschen dünkler. Das löst sich alles nachher in der Soße auf. So, nachdem die Dinger jetzt ein bisschen Farbe gekriegt haben, gehen wir jetzt her und leeren einfach den Schlagobers rein. So. Jetzt kann es uns nicht mehr passieren, dass uns das anbrennt. Jetzt lassen wir das einmal kurz aufkochen. Jetzt mischt sich der Schlagobers mit Senf. Herrlich, mit Pfeffer. Ganz herrlich. Sehr gut. Und jetzt gehe ich her und gebe noch den Knoblauch rein. Ich versuche das ein bisschen zu verteilen. Der Knoblauch soll ziemlich am Ende reinkommen, damit er wirklich so dieses Fruchtige noch erhält und nicht wirklich nur mehr würzig schmeckt. Nein, er muss so richtig nach Knoblauch schmecken. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, das zieht jetzt schon langsam an. Da braucht man kein Mehl und gar nichts. Das wird jetzt immer dicker.
das Fleisch wird jetzt schon langsam gar da drinnen. Das ist ganz herrlich. Das wird jetzt diese Soße, mir ist schon ganz klar, dass man Soßen auch anders macht. Wesentlich länger. Man muss immer wieder Flüssigkeit reinleeren, verdampfen lassen, Flüssigkeit reinleeren. Geht bei dem nicht. Ich habe schon vorher gesagt, das muss ein schnelles Essen sein. In Wahrheit, das hat man in Viertelstunde, 20 Minuten ist dieses Essen fertig. Solange der Reis kocht oder die Kartoffeln kochen, macht man das Fleisch und in ein paar Minuten kann man essen. So, wenn ihr schaut, das wird jetzt immer dicker, die Soße. Und riechen tut das herrlich. Ganz, ganz herrlich. Und das wagt sich super ein in dieser Soße, in diesem Schlag, aber es ist ein Schmackerl. So, meine Lieben, das wäre es eigentlich gewesen, wenn ihr schaut. Wir können schon die Platte abdrehen. Das Händelfleisch braucht nicht sehr lang. Das ist in 5 bis 7, 8 Minuten ist das durch. Erstens mal durchs Braten vorher kriegt ihr schon einen ordentlichen Schwung. Und jetzt durch diese Hitze, was da drinnen in dieser Soße ist, ist das Händelfleisch durch. Ich würde es auch nicht zu lang lassen, weil sonst wird es ja zart und hart. Und das ist auch nicht die Eigenschaft von einem Händelfleisch. Ein Händelfleisch wird immer sehr zart sein. Ja, das wäre es eigentlich. Ich würde euch vorschlagen, macht euch einen Reis dazu, das geht schnell. Oder Erdäpfeln schnell schön und in kleine Stücke schneiden. Die kochen ein. 10, 15 Minuten sind die auch fertig. Und ihr habt ein super schnelles Essen, ein gutes Essen, keine Chemie drinnen, nichts, irgendwas, wo ihr nicht wisst, wo das her ist. Ich hoffe, es wird euch gelingen, es schmeckt euch so wie mir und viel Vergnügen.